Die Mutter von US-Soldat Travis King sei um seine Sicherheit besorgt, sagte ein Sprecher von Kings Familie am Mittwoch auf der Social-Media-Plattform X. Der US-Soldat King hatte vergangenen Monat während einer touristischen Tour an der Demarkationslinie die Grenze zwischen Süd- und Nordkorea übertreten. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA sagte am Mittwoch, Nordkoreas Ermittler seien zu dem Schluss gekommen, dass King wegen unmenschlicher Misshandlung und Rassendiskriminierung in den USA in Nordkorea Zuflucht gesucht habe. US-Beamte gaben an, dass sie davon ausgehen, dass King die Grenze absichtlich überschritten habe, aber lehnen es bisher ab, ihn als Kriegsgefangenen einzustufen. And we believe the soldier is currently in DPRK custody and are working with our North Korean counterparts to resolve this incident.